Servus Leute, Ringe hier wieder am Start und willkommen zu einem kleinen Let's-Frage-Info-Test-Video. Jo, im Hintergrund seht ihr ja jetzt Rust auf meinem Kanal. Und zwar wollte ich euch fragen, habt ihr denn Lust, es bei mir zu sehen? Also, ich kann euch sagen, Rust ist ein ziemlich cooles Spiel. Ist aber manchmal, oder beziehungsweise ist dann zum Ende hin, also zum, in Anführungszeichen zum Ende, wenn man alles geschafft hat, also alles gecraftet hat und so, ziemlich langweilig, weil es dann nur noch, naja, Raiden ist, also man raubt halt nur noch die anderen Spieler halt aus. Macht mir eigentlich persönlich viel Spaß, aber ich habe mir überlegt, ich frage lieber euch, weil ich habe jetzt 55 Abonnenten, was richtig geil ist, vielen Dank nochmal dafür. Ich feiere das wie ein Verrückter, jeder Abonnent auf meinem Kanal, da freue ich mich wie ein kleines Kind. So, zurück zum Thema. Und zwar, Rust ist ein ziemlich cooles Spiel, muss ich, wie schon gesagt, ist echt geil, macht Spaß und so. Aber, wie gesagt, es wird nach einer Zeit langweilig. Jetzt habe ich mir überlegt, ich frage mal euch, ob ihr es überhaupt sehen möchtet. Aha, schönes Haus. Schauen wir mal rein. Das Ganze würde ich halt dann mit Elitex und vielleicht mit ein paar anderen Let's Playen, wenn ihr es wollt. Oh, ich glaube, die wurden geradet. Oder? Ja. Haha. Das ist natürlich auch wieder ein Problem bei Rust. Also was heißt ein Problem? Das gehört natürlich zum Spiel dazu. Man baut seine Hütte auf, also sein Haus. Und ja, wie man sieht, wird man hier ziemlich böse zerlegt. Da ist bestimmt nichts mehr drin. Ja. Ein bisschen was im Inventar habe ich schon. Habe ich ein bisschen was gefunden. Aber das ist ja... sehr Witz. Ein Ofen. Naja. ja, zurück zum Thema. Und zwar, ich habe ja jetzt zurzeit nur... auf meinem Kanal läuft ja jetzt nur 7 Days to Die. Und einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, je nachdem wie ich Lust und Laune habe, kommt ja Lego Star Wars. So, aber ich möchte gerne noch etwas auf meinem Kanal bringen. Da ist mir Rust halt eingefallen, weil Rust kenne ich mich extrem gut aus. Also ich habe über 130, 140 Spielstunden, also extrem viel, muss ich jetzt mal sagen, einfach. Ich kann das Spiel gut. Macht auch mir persönlich viel Spaß, aber ich möchte halt lieber euch fragen, ob ihr das überhaupt sehen wollt. Weil mir bringt das ja nichts. Ich let's play das und keiner schaut es von euch an und ihr sagt langweilig oder so. Deswegen, wie gesagt, schreibt es halt mal in die Kommentare, ob ihr das überhaupt sehen möchtet. Und ja, oder zeigt mir das mit einem Daumen, je nachdem. Oder Dislike, wenn ihr es nicht sehen wollt, was weiß ich. Die wurden auch geradet, wunderbar. Also auf dem Server ist schon einiges los, muss ich sagen. Also ich bin jetzt hier alleine, das ist jetzt erstmal ein Server, wo ich einfach hier dieses Video jetzt aufnehme. Ich suche mir halt dann mit Elitex einen Server, wo 10 Leute drauf sind, um halt auch ein bisschen Action reinzubringen. Weil, wow, was bringt das, ist ein Server, wo man alleine drauf ist? Ist ja langweilig. Man baut und baut und baut und craftet und ja, keiner kommt drauf. Also öde. Deswegen würde ich mir halt so einen Server suchen, aber erst möchte ich eure Antwort. Ja, dann noch etwas anderes zu 7 Days to Die. Und zwar, ich dachte mir, jetzt packe ich halt alles mal gleich zusammen. Bei 7 Days to Die ist es ja so, wir sind jetzt in Tag 10, glaube ich. Ja, ich glaube, Tag 10 sind wir und uns gehen in der Hinsicht, naja, wie soll ich sagen, die Ideen aus. Deswegen würde ich mich gerne extrem freuen, also mega freuen, wenn ihr vielleicht uns in die mir in die Kommentare schreibt, was wir denn noch machen könnten. Also ihr habt ja bestimmt jetzt schon gesehen, wir haben eine fette Basis. Da kommt nie ein Zombie rein, ehrlich gesagt. Dann haben wir eine zweite Mini-Basis und ja, jetzt laufen wir, wie soll ich sagen, ja, leicht planlos herum. Wir haben uns überlegt, bauen wir noch eine Basis. Ist auch irgendwie öde. Weil da eine Basis, da, das ist langweilig. Oder sollen wir halt irgendwann, wir können auch was eigenes richtig geiles bauen. Sprich, wir werden unsere Basis beide aufgeben. Und bauen irgendwo wo was anderes hin. Je nachdem halt, wie ihr das... wie ihr das wollt halt. Wäre halt cool, wenn ihr mir da vielleicht irgendwie so ein kleines Feedback da lasst und mir sagt, ey, Ringi, pass auf, das und das. Oder wollt ihr es gar nicht mehr sehen? Wie gesagt, 7 Days to Die macht mir mega viel Spaß. Es ist auch ein geiles Spiel, muss ich sagen. Aber es macht halt... in der Hinsicht ist es schade, wenn man halt keine Ideen mehr hat. Wir haben schon in der Hinsicht... ah, Laserpounder, schon ein paar Ideen. Aber, ja, ich weiß nicht so ganz genau. Genau, so. Rust habe ich jetzt
Seven Days to Die habe ich. Lego Star Wars habe ich ja gesagt, kommt einmal bis zweimal in der Woche, je nachdem. Dann habe ich ja noch, oh mein Gott, bin ich erschrocken. sorry. Habe ich ja noch, Daisy. Ja, toll, jetzt kommt auch noch Wolf. Was kommt denn noch alles? Kommt, wow. Wurde ich auch schon gefragt, ob ich denn das auch wieder auf meinem Kanal bringe? Ganz ehrlich, Daisy macht mir keinen Spaß. Ich muss die scheiß Viecher loswerden. Ja, genau. Der Grund ist einfach so, man läuft herum, wird abgeknallt und alles ist weg. Ist natürlich bei Rust das gleiche, aber bei Rust ist es so, viele spielen alleine und bei DayZ ist es immer am vorteilhaften, in einem Team zu spielen. Ach, das ist ein Hirsch. So, je nachdem, wenn ihr sagt, ihr würdet das gerne sehen, dann würde ich mich jetzt schon dazu bringen, es zu Let's Playen, aber ist nicht so mein Ding, muss ich ehrlich gestehen. Ist das aufgebrochen? Ja, ist auf. Nein, doch. Scheißvieh. Hey. Ja, genau. Alter! Ich war hier drinnen gestanden und der beißt mich. Mama. Schnell abhauen. So. Jo, wie gesagt, schreibt's in die Kommentare, zeigt's mir mit einem Like oder so, ob ihr Rust sehen möchtet. Lust hätte ich schon, aber wie gesagt, erst möchte ich euch fragen, ob ihr es überhaupt sehen wollt. Und jo. Seven Days to Die, wie gesagt, für Ideen bin ich gerne zu haben und mit Elitex zusammen natürlich. Ihr müsst es nur in die Kommentare schreiben. Und jo, damit würde ich sagen, ich bin raus und hoffe, euch hat es gefallen. Und ich würde mich natürlich sehr freuen über eine positive Bewertung, dass ich damit merke, okay, ihr wollt das sehen, ich sterbe jetzt, das ist cool. Ja. Alter Falter, ich bin alleine auf den Server und verreck. Das kann nicht sein. Naja, kann natürlich nur wieder mir passieren. Ja, damit bin ich raus und haut rein, euer Ringi. Ciao, Leute.